Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde LS17 auf der Map Südhämmer mit dem lieben Schwabe zusammen, hallo. Hallo, Banausi. Und mit dem lieben Arno zusammen, hallo. Moin, moin. Und der Banausi, servus. Genau, so, dann sind wir vom Karneval geheilt, nein, Spaß. Da wir letzte Folge im Prinzip am Ende dann erst festgestellt haben, dass wir schon fast 30 Minuten hatten. Spontan ja. Abgebrochen. Genau. Ihr müsst auf Suche, eure Aufgabe. Aber wir haben am Sinn eigentlich vorbeigeredet. Eigentlich wollten wir von euch wissen, wer mag Karneval und wer geht auf Karneval feiern. Oder man könnte ja auch fragen, wer Karneval geht und was nicht. Ihr könnt ja auch einfach mal schreiben, vielleicht ist ja sogar jemand dabei, der in so einem Karnevalsverein ist. Ich kenne zwar jemanden, der da drin ist, aber mit dem habe ich nicht wirklich Kontakt. Das ist nur ein alter Schulkollege von mir. Also ich war ja drin, lang. Ja, mich würde dann alleine mal hier auch im Rheinland mal interessieren, wie das da so abläuft. Weißt du, was ich meine? Ja, ich auch. Wie das so ist. Ne, weil ich kenne es nicht. Also ich klar kenne ich Karnevalsfeiern natürlich, aber ich weiß nicht, wie das abläuft. Ob die da. Die feiern ja im Prinzip, eigentlich jetzt ist Aschermittwoch ist ja vorbei. Eigentlich feiern die ab Donnerstag dann wieder bis zum 11.11. Muss man ja sagen. Ja, aber wie gesagt, wie der Schwabe ja auch schon sagte, man muss halt bedenken, Karneval ist halt jeder Ecke, egal ob von der Erde oder in Deutschland, ist das irgendwo immer ein bisschen anders. Aber wenn ich jetzt überlege, wie er sagte, mit Mainz zum Beispiel, da mit den Wegen, die da rumfahren, das hat man hier eigentlich fast nicht. Also in Duisburg jetzt nicht. Okay. Also diese politischen, es gibt, klar, gibt's sowas hier auch. Nicht, aber nicht so extrem. Also jetzt zum Beispiel, vereinzelt sich auch Motivwaage bei uns, aber. Ja, genau, so, genau, vereinzelt siehst du sie hier auch, natürlich, aber du siehst das halt jetzt nicht so extrem, wie du zum Beispiel sagst in Mainz. Ne? Mir fehlen dann einfach die Masketräger, das fehlt mir einfach. Ja. Die Laufgruppe, weißt du, wie ist das zum Beispiel alle Mönche fassen, die seien es Hexe, seien es Geister, seien es Teufel, seien es. Guck mal, so weit läuft hier zum Beispiel rum. Was es da alles gibt. Also hier heute kann ich dir sagen, das war, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war, sollten Hexen darstellen. Also die hatten so schwarze Kuppen an, die Frauen. Und halt so. Ja, aber ich meine, mit Laufen, mit allen drum und dran. Ja, die sind ja gelaufen. Ne, mit Maske. Haben teilweise auch, ja. Wir sind ja alles eine holzgeschnitzte Maske und alles, weißt du? Hier hast du halt teils. Also hier hast du halt Wegen, klar, diese Prunkwegen heißen die ja hier. Und halt auch Laufgruppen, hast du ja auch. Dann entweder sind da Trommeln, also die Musik machen. Ja. Oder halt wirklich ganz normal Verkleidete. Das kann aber alles sein. Heute waren es zum Beispiel, wie gesagt, da war eine Gruppe, die Frauen, das sah aus, entweder waren halt wirklich schwarz gekleidet und im Gesicht. Ich habe das jetzt nur vom Weiten gesehen, ob das jetzt Hexen darstellen sollten oder Geister, keine Ahnung. Dann war da so eine Kindergruppe, die waren alle als Piraten verkleidet, was ich auch richtig cool fand, die sahen richtig cool aus. Dann war eine, die waren so, boah, wie kann man das nennen? Wie so Clowns aus dem Cirque du Soleil oder so. So gelb, schwarz, golden. Ein bisschen glitzernd verkleidet, auch mit Masken an. Wie gesagt, das gibt's hier tatsächlich auch. Deswegen sage ich ja. Ja, aber nicht der richtige. Ja, im Schwabenland habt ihr halt einen anderen Karneval wie hier. Wir haben es alle verstanden. Ich muss jetzt mal ganz kurz fragen. Ich habe doch jetzt hier Sojabohnen von dir bekommen, oder? Ja. Ich kann hier nicht auskippen. Raffinerie. Ja, bin ich. Ich bin auch bei dem Feld, wo hier Ablage oder Ausgabe. Ausgabe ist richtig, nee, ne? Nee, Ausgabe ist Ausgabe. Ja. Wie kriegt man denn das da raus, dass so ein Abkippgitter? Das ist der brasilianische Karte, wenn man in Deutschland kommt. Das wird mal Zeit. Aber dann im Sommer, so scheint es ja keine Nägel her. Ja, die Jahreszeit ist mir doch, ich muss ja mit dem nackten Arsch rumtanzen. Also ich zum Beispiel auch das kennt ihr mir wahrscheinlich nicht lang, ich weiß es nicht.
Ich auch nicht, ich hab noch nie gesehen, also. Ich weiß es nicht, ich kenn's halt so vom Fernseher her, wenn man schon gesehen hat. Ja. Aber. So mal kurz mal, ja, aber so auf Dauer, ich weiß es nicht, das ist. Ich denke, du musst einfach damit aufwachsen, weil sonst. Ja, glaube ich auch. Das ist ja die Leben auch da, ne? Die leben das einfach auch. Ja, und da die ganzen Schulen, die da mitmachen, die ja, die und trainieren, aber auch da ist es natürlich auch so, wie ich mich glücklich in der Reportage gesehen habe, dass das wo gar nicht so großartig überall in Brasilien so ist, sondern. Nein. Nee, nee. Quasi dafür Touristen dann entsprechend dann oder so, weiß ich keine Ahnung. Ja, du weißt es nicht genau. Ich bin jetzt auch komplett falsch gespielt. Also das in Rio, das ist jetzt nicht nur, das gibt es ja schon lange. Also das ja, gab es schon klar. Bevor das mit dem Fernsehen kam und so. Aber ob das tatsächlich so war oder ob das dann wirklich dann. Ich denke mal tatsächlich, du hast schon recht, das wird schon teilweise auch für die Touristen gemacht sein, so. Also von der Größe her auch. Wie viel das jetzt da, sagen wir mal. Wie jetzt bei viele alte Fasnets oder Karnevalsvereine liegt da hauptsächlich oder viel Tradition dahinter. Ja. Jetzt ist da wirklich mit dem Rio ist, wage ich nicht zu sagen, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Gibt es eigentlich in Amerika auch Karneval? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Das ist jetzt eine gute Frage, bitte da? Also ich kenne diesen Mardi Gras. Ist das nicht dieses Mardi Gras? In New Orleans. Ja, das gibt's ja in mehreren Ecken. Ja, aber New Orleans ist, glaube ich, das bekannteste. Ist das könnte durchaus auch sowas sein, ja. Zeit? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber das ist doch richtig hier. Ich verstehe es auch verdammt. Was hast du für Probleme, Anno? Naja. Wo hängst du? Hier sind diese Abkippgitter. Und da steht Anlieferung, Raps. Da sind 10.236 Dinger drin. Daneben ist das Feld Sojabohnen. Ich fahre mit dem Hänger drüber. Will hier abkippen und er bricht per sofort wieder ab. Wo hast du den Hänger? Was steht da hinten? Muss ich schon drauf fahren? Ja, ich bin ja hier im Kreis gefahren, weil ich dachte, ich habe danach diese Schildausgabe da gesehen. Ach, der hat wieder alles ausgeschaltet hier, oh Mann. Was? Wie immer Leertaste drücken, einer macht es einfach aus. Du hast mir ja erklärt, wie ich es ausschalte. Ja, das war ein Fehler. Schwabe, lass mich doch mal probieren. Mit den Soja abkippen. Ja. Das kann sein, was man. Ach, jetzt wollte ich wieder Leertaste, mein Gott. Ich glaube, dass der Schilder verdaust sind, weil hier bei Sonnenblumen kriegst du nicht mehr einen Trigger. Dann ist er weg. Ja, der ist schon, der Trigger ist ganz, ganz eng, der ist nur so ein paar Stäbe breit hier. Den nicht erwischt, dann kannst du ihn abkippen. Das ist ja mein unter der, in der Leiste, das Abkippsymbol anzeigt wird. Das ist aber nur ganz minimal, ich glaube, das ist. Dann sehe ich mal auf Feld 10 was anderes an, würde ich sagen, ne? Bist du vielleicht Weizen? Ja, genau so was hatte ich gerade. Feld 10 habe ich Sonnenblume angesetzt schon. 9 meine ich, Entschuldigung. Weizen, dass wir können unseren Seedmaster füllen. Meine natürlich Feld 9. Dass wir den Seedmaster füllen können mit Saatgut haben. Aber da kann Anno gleich weitermachen, weil ich mach gleich das nächste Feld. Ich warte jetzt nur, bis er wiederkommt.
War das jetzt alles in einer Waage voll Soja? Weiß nicht, ob da jetzt noch mehr drin ist in der Maschine, die beim Banausen war. Aber ich glaube nicht viel, oder? Weil der Großteil des Feldes ist ja schon durch. Da gibt's noch einen. Alles klar, lustig ist der rechte, der eine Wagen und der rechte metrisch, oder wie? Spannend, wo ist er? Ja, der Rest ist jetzt im metrisch schon noch drin, ne? Das war alles für dem Riesenfeld. Das war alles dann, ja. Oh. Feld ist leer. War nicht gerade viel. Nö. Das ist eine Maschine. Hab ich gerade noch kurz einen Helfang gemacht, damit die schon mal läuft. Kannst du dann gleich entlassen. Warte jetzt gerade nur, bis hier bist. Nee, also ich bin um Rasen, wenn ich frag, was ich mache. Moment. Schwabe. Ich kann dir sagen, du machst Rasenmähen. Hab ich doch gerade gesagt. Ja, weil du schon gesagt hast, du nicht gesagt, es ist schön, dass keiner fragt, was ich mache. Nee, ich hab gesagt, für den Fall, dass sich jemand wundert, was ich mache, ich bin im Rasenmäher, hab ich gesagt. Achso, okay. Nee, ich hab das schon gelesen gehabt. Du hast den Eurobus und den Novacat, also. Ja, wie mein, mit was sonst? Ja, deswegen. Ja. Hast du hier einen Helfer für die Sämaschine oder sowas eingesetzt? Ja. Ich glaube, das funktioniert nicht. Doch, funktioniert. Du siehst das nur nicht. Hab ich gerade auch schon gehört. Ah, oh. Ah, okay. Wie was? Also, du siehst dieses Stroh noch da drauf, ne? Ja. Ja, das ist der Kobold-Stormwood. Aber das ist, es funktioniert, der seht da dann. Das ist der Kobold-Stormwood, weil das ist später direkt zahlt, ist es so. Kommst du hier hin? Abladen? Ja. Den 8, steh ich gerade unten. Können wir im Lager fangen, solange, glaube ich, die Soja wohnen, oder? Ja, oder von Hauern. Die 5000 Liter? Achso, ja, gut. Sind's noch? Guck mal, der Arno hat geübt, ey. Rückwärts fahren aus rein. Ey, ey, sag mir mit Händemische, das ist auch kein Problem. Das war's? Nein. Achso. Das ist nur so weg abschütteln, ja. Das warte. So. Einmal abgeschüttelt und weiter geht's. Alter, der Vlog ist echt cool, die gefällt mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das so. Das hat sich jetzt auch komisch angehört. Wenn man vom Abschütteln-Thema auf Dampflok kommt. Die sieht aber auch schön aus. Ja, das ist halt gerade der Grab Pfiffe, ich bin vorbei Pfiffe hier. Nee, du musst alles ins Lager bringen, das ist was anderes hier. Ach so. Das ist Raps. Der gute alte Raps. Komisch, dass man daraus keinen Schreibstoff machen kann. Na doch, ist doch auch mit drin. Ach, das ist auch mit drin, okay. Haben wir das schon hingefahren gehabt? Der aus dem Lager raus, der Rest. Ach so, okay. Vielleicht habe ich ja einer, jetzt haben wir ja gesagt, geh mal hin und guck, ob Treibstoff produziert ist. Da war der Raps nur drin, dann ist ja nichts passiert, weil man alle drei Sorten braucht an Getreide. Raps, Soja und Sonnenblume. War ja das Problem. Dumm di dumm di dumm.
geht unser Geld schon wieder flöte. Ihren Helfer eingestellt. Jo. Damit die Saatmaschine wenigstens schon mal läuft. Okay. Bis das Geld immer weniger wird gerade. So, dritter Wagen von BGA. War furchtbar zäh mit dem kleinen Maverick. Ah, wem sagst du das? Ja. Ja, aber irgendwie müssen wir an Geld kommen. Ja. Hilft dir alles nichts, ne? So ein bisschen müssen wir doch mal hinkommen, ja. Hatte ich am Anfang, ich halt immer ein bisschen zäh, also dann entsprechend Maschinen aus und alles. Ja. Ja, alles gut. Sieht aber Ace hat ihre Runde hier. Was? Sieht Ace hat ihre Runde, die kennt keine Halte. Ja, muss. Man sieht lockt oder was? Ja, ja. Die fährt übrigens immer nur bis zu dieser Scheune, ein schwarzes Loch. Da sieht man dann schon, wie sie nach unten kippt. Und dann, wie gesagt, habe ich ja dir mal erzählt, dass es irgendwie am Ende der Karte runterpurzelbar ist. Und dann kann man unten sehen, wie sie quasi wieder zurückfährt. Ah, okay. Na gut, irgendwie muss ich das ja machen, dass ich im Kreis fahre, wenn du keinen Kreis, irgendwie Kreisbetrieb hast oder sowas. Gab's im 15er schon auf manchen Maps, dass Autos einfach in einen Tunnel reingefahren sind, in ein schwarzes Loch und entsprechend auf der anderen Seite irgendwann wieder rauskommen sind. Oder einfach auf dem gleichen Tunnel wieder rauskommen sind dann. Einmal gewendet sind. Ja, denke ich. Aber irgendwie muss ich es ja andeuten. Und ich kann es nicht einfach vor der Tür umdrehen lassen oder wie immer, weißt du? Ja, ne.
Vielleicht mal sagen, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Jo, dann, wenn es euch. Ich bin noch dran, ne? Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da und Links zum Banausen und zum Schwabenboy findet ihr unten in der Videobeschreibung. Unbedingt mal vorbeigucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 auf Südhämmern. Macht's gut. Hummel, Hummel, Moss, Moss. Ciao.